So, guten Abend. Das ist echt ein geniales Licht hier. Hier sieht man alles um diese Uhrzeit. Ich müsste eigentlich sagen, guten Morgen. Es ist Sonntag, 1. Juli. Es ist 10 Minuten nach Mitternacht. Ich habe Feierabend. Und ich habe jetzt Feierabend für eine ganz, ganz lange Zeit. Ich darf es jetzt quasi verraten. Ich komme für das nächste halbe Jahr nicht in meine Dienststelle zurück, aber nicht, weil ich irgendwohin abgeordnet wurde, sondern weil ich mich auf eigenen Wunsch hin habe beurlauben lassen. Ich bin selbst aufgeregt und gespannt. Ich habe keine Ahnung, was das nächste halbe Jahr für mich bringen wird. Ihr seid auf meiner Reise auf jeden Fall mit dabei. Ich hatte ja, wie gesagt, jetzt heute meinen letzten Nachtdienst, habe meine Vorgänge noch zu Ende bearbeitet. Bin jetzt quasi fertig. Ich zeige euch nochmal meinen Schrank. Der war noch nie so aufgeräumt wie heute. Das bleibt auch alles so. Und ich komme am 01.01.2019 natürlich wieder. Was soll ich sagen? Ich mache jetzt Feierabend. Ich kann es selbst noch nicht fassen, dass es das jetzt erstmal gewesen ist. Und ja, wir hören uns. Ihr seid dabei auf einer Reise. Hallo und herzlich willkommen hier am 27. Juli 2018 um Punkt 12 Uhr in Miami. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe mich freistellen lassen und ich bin jetzt aktiv in meiner Freistellung seit 1. Juli. Dieses Video mache ich für euch, um die meistgestellten Fragen zu beantworten und um einfach etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für mich? Ich bin vom 1. Juli bis 31.12. freigestellt und das ohne Bezüge. Das heißt, ich bekomme in dem jetzt aktuell laufenden halben Jahr keinerlei Bezüge vom Freistaat Sachsen. Heißt im Umkehrschluss, ich muss irgendwie meinen Lebensunterhalt anderweitig finanzieren bzw. auf meine Ersparnisse zurückgreifen. Ihr werdet mich in diesem halben Jahr jetzt quasi nicht mehr in Uniform sehen. Es wird keine Stories mehr geben mit Haferbrei aus der Küche des Reviers Dresden Süd. Nichts dergleichen. Zudem ist die andere Problematik, sobald man sich freistellen lässt, entfällt nach einem Monat Freistellung die freie Heilfürsorge. Die freie Heilfürsorge für euch zur Erklärung ist meine gesetzliche Krankenversicherung bzw. die Krankenversicherung der Polizeibeamten in Sachsen. Und das heißt demzufolge, ich muss mich ab diesem Monat, das heißt ab Monat 2, privat krankenversichern. Wie finanziere ich jetzt meine Auszeit? Also ich hatte schon anfangs gesagt, es ist eine Freistellung ohne Bezüge. Das heißt, ich erhalte für dieses halbe Jahr kein Einkommen oder ich beziehe kein Einkommen vom Freistaat Sachsen. Es ist kein Geheimnis, man kann mit Social Media Geld verdienen und wer mich schon lange verfolgt, weiß, ich habe zwei feste Kooperationspartner. Und natürlich erhalte ich für meine geleistete Tätigkeit ein gewisses Einkommen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch vorgesorgt, das heißt, ich habe Rücklagen und Ersparnisse, von denen ich jetzt leben werde. Und zu der ganzen Thematik Social Media Geld verdienen. Verdiene ich mit meinen 500.000 unglaublich viel Geld? Was bedeutet diese Zahl? Mache ich euch gerne ein Video? Schreibt mir das einfach in die Kommentare, wenn euch das Thema auch wirklich interessiert. Was mache ich jetzt im nächsten halben Jahr bzw. in den verbleibenden 5 Monaten? Also, es ist irgendwie auch schon wieder schwierig zu beantworten. Ich habe keinen Masterplan. Ich habe jetzt nichts, was irgendwie jeden Tag auf meiner Agenda steht. Ich möchte mich in dieser Zeit jetzt einfach kreativ ausleben. Aber nur kreativ ausleben ist eigentlich nicht die komplette Wahrheit. Ich möchte mich auch mehr um meine Familie kümmern. Ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen. Das kann vielleicht der ein oder andere nicht verstehen, aber wie gesagt, das ist ein Punkt. Ihr habt meine Postings verfolgt, da liegt mir schon lange auf dem Herzen und ich bin vielen Dingen im letzten halben Jahr überhaupt nicht mehr so nachgekommen, wie es eigentlich sein sollte. Kreativ verwirklichen. Ich werde dort gleich direkt wieder einsteigen. Also ich möchte natürlich ungelogen auch für euch einen Mehrwert schaffen. Ich möchte mehr auf YouTube aktiv sein. Ich möchte euch zeigen, wie ich mich ganz konkret ernähre. Ich möchte mehr Rezepte verwirklichen oder mit euch teilen. Ich möchte mein Training mit euch teilen. Es gibt ja zuhauf Anfragen, Adrienne, wie trainierst du? Wie kannst du deinen Körper ganzjährig so halten? Und ich merke halt, da gibt es halt ganz, ganz viel im Internet und ich möchte euch einfach nur einen kleinen Einblick in mein Training zeigen. Ich möchte natürlich meinen Blog weiter bedienen. Ich möchte einfach durchatmen, obwohl das jetzt irgendwie schon alles wieder nicht so nach Durchatmen klingt, aber ich möchte einfach in der Zeit mich selbst verwirklichen, frei sein, durchatmen, glücklich sein. Natürlich werde ich auch Urlaub machen, aber nicht das komplette halbe Jahr, sondern einfach nur ganz normal regelmäßige Urlaubsraten. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Was sagen meine Kollegen zu dieser Freistellung? Also, ganz klar, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, alle haben gejubelt und haben mir die Hand dafür geschüttelt. Nein,
Es gab natürlich die, die zu mir gekommen sind, die gesagt haben, hey Adrienne, wenn wir in der Situation wären, wir würden es auch tun, nutz einfach dieses halbe Jahr Freistellung, sei kreativ, mach das, was du liebst. Hier saugt gerade jemand. Mach das, was du liebst. Du hast keine Kinder, du hast momentan noch keine Verpflichtungen. Tu einfach das. Tu das einfach. Wir stehen dort voll dahinter. Und natürlich auf der anderen Seite gibt es die Kollegen, die man leider nie persönlich trifft, worüber man einfach immer nur vom Hören sagen hört, dass sie es halt einfach nicht gut finden, die halt hinter vorgehaltener Hand sagen, okay, ist jetzt irgendwie unfair, oder die meinen, das irgendwie auf ihre Art untergraben zu müssen. So ist es halt, alles, was man im Leben tut, wird nie allen Menschen gefallen. Ich muss damit umgehen können. Ich muss damit umgehen können, dass es eben einige kritische Stimmen gibt. Und auf der anderen Seite freue ich mich aber auch über jeden, der einfach sagt, hey Adrienne, eigentlich ist doch voll cool, was du machst. Mach, was du liebst. Los geht's. Wie geht's am 01.01.2019 für mich weiter? Also nach aktuellem Kenntnisstand und nach dem Stand des letzten Gesprächs mit meinem Präsidenten werde ich ganz normal in den Streifendienst zurückkehren. Zumindest gehe ich jetzt ganz normal davon aus. Alles Weitere wird sich, denke ich mal, jetzt in den nächsten Monaten ergeben und ich halte dich natürlich dahingehend auf dem Laufenden. Ist mir Instagram bzw. Social Media allgemein wichtiger als mein Polizeiberuf? Es ist schwierig zu beantworten. Sag's ganz klar, ich liebe meinen Polizeiberuf, ich liebe dieses auf Streife sein, dieses Menschenhelfen, diese Einblicke ins alltägliche Leben. Auf der anderen Seite ist aus meinem winzigen Hobby, was damals 2015 irgendwo gekeimt ist, eine Riesenleidenschaft geworden. Also ich mag das, was ich hier auf Social Media Kanälen tue, wirklich sehr, sehr, sehr gern und ich freue mich über jeden Mehrwert, den ich euch schaffe. Ich kann das so pauschal nicht beantworten, ob ich jetzt das Influencer-Dasein, ich mag, wie gesagt, diesen Begriff nicht, ob ich das mehr liebe als meinen richtigen Job. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr bodenständig erzogen worden. Ich bin 84er Baujahr. Zur damaligen Zeit war an soziale Netzwerke noch lange nicht zu denken. Und zum Social oder zur Social-Media-Aktivität generell, ich finde es halt einfach gut, dass man sich dort zu 100% selbst verwirklichen kann. Man kann selbst bestimmen, was man bringt auf seinen Kanälen. Man kann Einfluss nehmen. Man kann positiv Einfluss nehmen auf so viele Dinge, man kann Vorbild sein, man kann einfach für eine Vielzahl an Menschen in so kurzer Zeit so viel Mehrwert schaffen und das ist halt einfach das, was ich liebe und das ist halt schwierig, sowas im Streifendienst in einem festen System umzusetzen. Das heißt, es sind eigentlich zwei völlig verschiedene Dinge und ich liebe beides. Und ich kann das pauschal nicht beantworten. Man kann den Freistaat Sachsen oder eine Polizeibehörde oder eine Polizei nicht mit einem großen Konzern wie Google oder Apple vergleichen, wo das vielleicht gang und gäbe ist, dass sich Mitarbeiter rausnimmt, die mal ein Jahr was anderes machen und wieder zurückkehren. Jedenfalls bin ich an der Stelle echt froh, dass mir diese Möglichkeit eingeräumt wurde und ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Puh, ich sag euch, mir fällt jetzt richtig ein Stein vom Herzen. Ihr habt es ja gemerkt, ich war ganz schön aufgeregt zwischen den einzelnen Sequenzen. Wir haben einige Sequenzen echt 500.000 Mal gedreht. Ich hoffe, es ist ein bisschen Licht ins Dunkel gekommen und ich hoffe auch, dass jetzt nicht einige von euch denken, Mann, ist die abgehoben, was bildet die sich ein? Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir das echt gerne in die Kommentare. Ich werde vielleicht dann zu gegebener Zeit einfach nochmal ein Q&A machen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ich verabschiede mich zum Strand und wir sehen uns ganz gewiss im nächsten Video. Bis bald, eure Adrienne.